Flo, Flo und Jakob zeigen, wie es geht. Die drei Profis im Freestyle-Springen sind die Jury bei der X-Diving Challenge 2023, hier in der ersten Runde im Ungerer Bad. Der Sprungcontest wird organisiert vom Münchner Verein Free Arts of Movement. Also ich finde es eine super Art, einen Zugang zu finden zum ganzen Thema Akrobatik. Es ist im Prinzip Freestyle-Wasserspringen ohne irgendwelche konkreten Regeln. Es geht darum, es soll Spaß machen, es darf gerne spritzen, kreative Akrobatik in der Luft, wäre dann so die höhere Form, dass man dann wirklich anfängt auch Tricks zu machen, die vielleicht jetzt nicht konform wie im Turmspringen sind, sondern eben auch Off-Axis und verschiedene kreative Grabs vielleicht noch mit rein. Ähnlich wie im Snowboard auch. Also wirklich einfach Spaß, Freiheit. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind heute im Ungerer Bad am Start. Jeder kann bei diesem Wettbewerb mitmachen, kostenlos, ohne Teilnahmegebühren. Und hier der stolze Sieger Liam Lee aus Schwabing. Der 14-Jährige geht in die Mittelschule an der Hochstraße. Ja, ein schönes Gefühl, den ersten Platz zu sein, ja. Aber es waren auch sehr starke Gegner, manche da. Ich habe einen Auerbach ins Brett gemacht und einen doppelten Vorwärtshalter am Ende. Wie kommt es, dass du so gut beim Springen bist? Bist du in einem Verein oder was? Nein, ich bin nicht im Verein. Ich mache das einfach nur hobbymäßig und habe dann Leute gesehen, wollte das auch lernen und habe dann angefangen, ja. Die X-Diving Challenge ist nur ein Teil von Sommer im Bad, dem Spiel- und Sportprogramm der Stadtwerke München in drei Münchner Freibädern. Eine Aktion, initiiert von 7 SWM-Azubis. Aktuell noch bis 25. August im Freibad West und vom 28. August bis 8. September im Michaeli-Freibad. Wir haben verschiedene Angebote von Wasserball, Volleyball, aber auch ein Rutschenwettbewerb, genau. Und da machen wir immer Durchsagen und so die Kinder, wenn die dann kommen, dann spielen wir mit denen, genau. Es geht los wie zum Beispiel bei der Schatzsuche im Sandkasten, wo man kleine Steinchen finden kann oder Muscheltauchen, was jetzt eher was für die Jüngeren ist. Oder eben zum Beispiel Spaß im Wasser, da haben wir ein paar Spielgeräte, die man im Wasser benutzen kann und ausleihen kann. Also da ist eigentlich für jede Altersgruppe dann auch was dabei. Auch die X-Diving Challenge findet noch einmal im Freibad West und im Michaeli-Freibad statt. Wer mitmachen möchte, hier noch ein paar Tipps. Einfach mal probieren, was kann ich machen? Kann ich mich um die Längsachse drehen? Kann ich mich um die Breitenachse drehen? Köpfer rückwärts. Je vielseitiger ich übe, desto eine breitere Bewegungserfahrung kriege ich und daraus entstehen dann wirklich die kreativen Bewegungen. Einfach machen. Sommer im Bad findet immer während der regulären Badöffnungszeiten statt. Im Internet haben die SWM alle Aktionen in einer Art Stundenplan für jedes Bad zusammengestellt. Ja, das muss man sich erst mal trauen. Ich glaube, da hätte ich jetzt...